Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Ja, wir schauen heute mal in das Mondnacht-Lenormand. Das ist ja eigentlich mittlerweile fast mein Lieblings-Lenormand-Deck, weil es so ein schönes, ursprüngliches, altes Deck ist. Ich finde es auch so ein bisschen spiritueller irgendwie. Und ich habe mir gedacht, wir bitten um eine Hauptenergie für diesen Wochenstart und dann um 4 Klärungskarten. Und außerdem möchte ich heute mal wieder die Eulen befragen. Die Eulen der Glückseligkeit liegen hier schon bereit. Welche Botschaft sie jetzt zum Wochenbeginn für uns haben. Also, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir werden jetzt mal gucken, wie die Woche für uns startet. Ich bitte um eine Hauptenergie. Um welches Thema könnte es gehen zu diesem Wochenstart? Oh, das Schiff, okay. Das Schiff steht für die Sehnsucht. Was ich hier fühle, du könntest das Gefühl haben, deine Lebensreise muss sich fortsetzen. Das hat jetzt gar nichts mit Sehnsucht zu tun. Das war jetzt ein gechannelter Impuls. Das Schiff verkörpert für mich auch immer die Lebensreise im Sinne dessen, dass wir in uns drin sozusagen schon die Sehnsucht haben, weiterzugehen. Vielleicht bist du ein bisschen in einer stagnierenden Energie im Moment. Es könnte sein, dass du das Gefühl hast, in deinem Leben passiert aktuell nicht wirklich was und du hast das Gefühl, deine Reise müsste sich fortsetzen. Das höre ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls jetzt. Du könntest das Gefühl haben, du musst deine Reise fortsetzen, okay? Vielleicht gehst du auch für jemand anderen in Resonanz. Wenn du jetzt spontan die Intuition hast, ich weiß schon, um wen es hier geht, es ist jemand anderer, der oder die seine Reise hier fortsetzen muss, könnte das auch stimmig sein. Das ist jetzt interessant. Schauen wir mal, was die Klärungskarten bringen. Warum fällt hier das Schiff? Um was geht es? Reise. Vielleicht planst du auch eine Reise. Irgendwie kommt mir immer wieder in den Sinn, du möchtest den Ort, wo du bist, zumindest in einer Situation deines Lebens verlassen. Das sind zu viele. Eine Karte bitte. Warum fällt hier das Schiff? Jetzt haben wir 2. Gut. Wir haben das Kreuz. Oh, und die männliche Hauptperson. Okay, wenn du als Mann schaust, könnte es momentan deine Aufgabe sein, eine bestimmte Lebenssituation zu verlassen. Das gehört zu deiner Lebensreise. Ja, jetzt wird da schon das sehr, sehr deutlich, was hier kommen mag. Also ich glaube fast, dass dieses Reading heute für einen Mann fällt. Das ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung. Es geht um einen Mann, dessen schicksalhafte Aufgabe es ist, eine Situation in seinem Leben zu verlassen, seine Lebensreise fortzusetzen. Es könnte auch sein, wenn du als Frau schaust, dass es in deinem Leben einen Mann gibt, könnte sich um deinen Seelenpartner handeln mit dem Kreuz hier und du hast im Moment das Gefühl, diese Beziehung stagniert und es geht darum, dass du innerlich spürst, du musst deine Lebensreise jetzt vielleicht zunächst auch mal ohne diesen Mann fortsetzen. Sehnsucht nach einem Seelengefährten kommt mir hier auch in den Sinn. Vielleicht, wenn du Single bist, vielleicht spürst du jetzt zum Wochenbeginn große Sehnsucht nach einem Menschen, der göttlich geführt in dein Leben kommt, mit dem eine schöne Beziehung möglich ist. Wir schauen mal weiter. Eine weitere Klärungskarte bitte. Zur Lebensreise, hier die will raus. Okay, das Haus. Es könnte jemand aufgefordert sein, eine häusliche Situation zu verlassen. Wenn du als Mann schaust, könntest du dich in einer Situation befinden, in der du vielleicht eine gewisse Sicherheit verspürst, materiell, finanziell abgesichert bist, höre ich. Aber deine Seele möchte woanders hin. Deine Lebensreise möchte sich fortsetzen. Ich will mal noch eine Klärungskarte hier zum Haus. Warum fällt hier das Haus? Warum fällt das Haus? Die Blumen.
Also, es geht vor allem darum, wenn du als Mann schaust, dass du in einem Zuhause lebst, das für dich aber nicht die Erfüllung ist. Die Blumen stehen für ein Geschenk. Es gibt in deinem Leben eine Situation, vielleicht auch eine andere Partnerin oder einen anderen Partner, der für dich wie ein Geschenk ist. Aber dieses Haus, diese häusliche Situation hält dich im Moment noch zurück. Das spüre ich, wenn es um den Mann geht. Die Blumen möchten dich aus diesem Haus herausholen. Ja, die Blumen, das ist eine andere Frau oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wäre es ein Mann, der deine Erfüllung ist. Aber du sitzt hier hinter diesem Zaun in dem Haus und schaust raus in Richtung der Blumen. Große Sehnsucht entsteht da jetzt zum Wochenbeginn und deine Aufgabe wäre es, über diesen Zaun zu klettern zu den Blumen. Sehr interessant. Wow, was da für Impulse in mir hochkommen. Wenn du als Frau schaust, dann geht es für dich darum, da ist das Haus deine eigene Stabilität, das sind die Blumen, dein Selbstwertgefühl. Ja, dann gibt es vielleicht tatsächlich einen Mann, könnte eine Seelenpartnerschaft sein und es ist für dich jetzt aber angesagt und auch wichtig, denn diese Aufgabe bringt dieser Mann in dein Leben, in deine Stabilität zu kommen, in deinen Selbstwert zu finden und diese Situation zu verlassen. Das widerspricht sich jetzt gar nicht, ne? Also eigentlich ist es ein sehr interessantes Reading, denn das könnte für dich sehr stimmig sein. Als Frau, wenn du vielleicht einen Seelenpartner oder einen Menschen hast, der diese Aufgabe in dein Leben bringt, erstmal loszulassen, weiterzugehen. Aber für diesen Menschen gehst du vielleicht auch in Resonanz, weil es seine Aufgabe wäre, sozusagen seinem Herzen zu folgen und noch eine Situation zu verlassen, vielleicht eine häusliche Situation, die ihn gefangen hält. Sehr interessant. Ja, und da sind auf beiden Seiten Ängste vorhanden, spüre ich. Ich glaube, du hast ein bisschen Angst davor, hier wirklich endgültig zu gehen, das abzuschließen. Und dieser Mann hat Angst davor, über den Zaun zu klettern, diese Situation zu verlassen. Aber es ist eure Aufgabe, beide. Eigentlich ist es die Aufgabe beider Beteiligten hier, wenn du zuschaust. Ja, und wieder das Karma, der Baum, karmische Aufgabe. Also, meine Lieben, ich stelle fest, es geht scheinbar um einen Seelenpartnerprozess. Wunderschön, wir haben hier wieder einen Hinweis auf die einsetzende Herzöffnung, vor allem im Kollektiv der Seelenpaare. Das muss nicht unbedingt eine Zwillings- oder Dualseele sein. Ja, das kann auch ein karmischer Seelengefährte sein, ein Wunschpartner, der hier in deinem Leben ist oder du bist der Mann, der hier fällt. Und es geht darum, dass alle beide beteiligten Personen, entweder du als Frau und dieser Mann oder in den gleichgeschlechtlichen Beziehungen du als Mann und dieser Mann oder aber, wenn du als Mann schaust, gibt es, das nehme ich wahr mit den Blumen, eine Frau oder eben einen Mann, ja, an dessen Seite du eigentlich gehörst, aber du bist hier noch in gewisser Weise gefangen, auch in Ängsten, das muss nicht unbedingt eine andere Beziehung sein, in einem, du sitzt hinter einem Zaun und traust dich nicht darüber zu gehen, aber die Blumen, das Schöne, das Geschenk, die Fülle, die Erfüllung liegt außerhalb dieses Zaunes. Und es ist deine karmische Aufgabe, diese Ängste anzuschauen und dem Herzen zu folgen. Sehr passend, ja, zur Kollektivenergie im Moment mit der Herzöffnung. Und wenn du die Frau bist, ja, die hier diese Aufgabe von dem Mann ins Leben gebracht hat, in ihren Selbstwert zu finden, könntest du im Moment auch noch Angst davor haben, was passiert denn, wenn ich mich wirklich hier zurückziehe? Aber du wirst damit Stabilität in eure Beziehung bringen. Es wird ja eine karmische Aufgabe erfüllt, denn es ist deine Aufgabe, dich jetzt ein Stück weit zu entfernen, ja, deine Lebensreise ein Stück weit fortzusetzen, damit die Herzöffnung hier weiter stattfinden kann. Hier möchte ich fast sagen, du darfst dein Herz zunächst für dich selbst öffnen, sodass dein Herzensmensch sein Herz für sich und dann für dich öffnen kann.
sehr interessant und sehr, sehr passend natürlich im Moment zu den herrschenden Energien im Kollektiv, vor allem in den Seelenpartnerschaften. Wow, bin ich jetzt selbst wirklich erstaunt. Vor allem, es gibt ja selten, wenn du diese kurzen Impulse regelmäßig anschaust, es gibt selten wirklich Legeformen, die dann gleichzeitig für dich als Zuschauerin oder als Zuschauer und vielleicht auch für dein Gegenüber so stimmig sind. Ja, was sagen jetzt die Eulen noch dazu? Einen Rat der Eulen noch zu diesem Wochenbeginn. Habt ihr eine Botschaft noch zur Lebensreise? Mach dir heute selbst ein schönes Geschenk. Na, das passt doch wundervoll zum Geschenk, zu den Blumen. Vielleicht magst du dir heute selber einfach mal Blumen kaufen. Das kam mir gerade als erstes in den Sinn. Ja, auch Männer dürfen sich gerne Blumen kaufen. Hier geht es um den Selbstwert. Ganz gleich, ob die Eule sich jetzt auf dich als Zuschauer, als Zuschauerin bezieht oder auf die Person, um die es hier geht. Hier geht es darum, dass im Prinzip beide zunächst in ihren Selbstwert finden müssen, das Herz für sich selbst öffnen dürfen, um dann eine Veränderung in dieser Situation herbeizuführen. Und sich selber mal ein schönes Geschenk machen, ist eine wundervolle Idee für diesen Montag. Beherzigt das. Ich weiß, solche Botschaften gehen dann oft bei einem Ohr hinein und beim anderen wieder raus. Ja, ja, ich mache mir ein Geschenk. Mach's tatsächlich mal. Gönne dir heute mal ein kleines Geschenk. Das muss überhaupt nichts Großes sein. Das kann auch Zeit sein für dich selbst. Ja, also wirklich ein Geschenk im Sinne dessen, dass du dich einfach mal vielleicht kurz hinsetzt, dir was Leckeres zu essen oder zu trinken holst oder mal die Füße hochlegst und sagst, jetzt mache ich mal eine kleine Meditation, ich gehe mal in mich, ich höre mal meinem inneren Kind zu. Die Zeit schenke ich mir jetzt selbst. Oder aber du bist vielleicht unterwegs und siehst etwas und denkst dir, das gönne ich mir heute als ganz kleines Geschenk nur für mich. Ja, meine Lieben, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart und sage bis bald, die Uli. Tschüss.